Also, wenn du Angst hast, dann ist es oft auf eine Situation bezogen, also eine Situation, die vielleicht auch eine tatsächliche Bedrohung darstellt. Aber regelmäßige Angstzustände sind eher Zustände, in die man gerät, obwohl die Bedrohung nicht wirklich da ist. Sondern wir machen uns die Bedrohung oftmals selber mit unseren Gedanken, indem wir eine Situation als sehr bedrohlich einstufen, als sehr gefährlich bewerten. Und so steigern wir unsere Angst noch.